Ja, schon, dass ich euch auf meinem Kanal wieder begrüßen kann. Ihr seht's an meiner Ausrüstung. Es scheint heute mal wieder um den Ton zu gehen. Nicht so sehr um das Mikrofon und auch nicht über den Monitor, also über mein Headset, sondern es geht heute um einen Preamplifier, einen Verstärker, wozu man den nutzen kann. Das werdet ihr jetzt gleich erfahren. Schauen wir uns zunächst erstmal an, was geliefert wird. Das kommt in dieser unscheinbaren Pappschachtel ins Haus. Da ist auf der Rückseite noch der Hersteller und die Importeure aufgedruckt. Hier öffnen wir es und was kommt uns zunächst entgegen? Eine sehr ausführliche Bedienungsanleitung. Das Ding wird also zwischen Mikrofon und einem nachfolgenden Verstärker geschaltet. Dieser Verstärker muss an seinen Ausgang eine Phantomspannung liefern, sonst funktioniert das Ganze gar nicht. Wir brauchen eine Betriebsspannung für den Verstärker. Das sind die technischen Daten hier ausführlich beschrieben. Das Wichtigste ist die Verstärkung. 20 dB bringt also dieser Verstärker. Die Betriebsspannung hatte ich euch schon erwähnt, das ist die Phantomspannung mit wenig Stromverbrauch. Geräterauschen ist überhaupt nicht zu hören und ein Klirrfaktor ist ideal noch unter 0,5%. Ja, das sind stolze da. Diese hässliche Plastikhülle ist immer wieder dabei. Kommt ja sehr solide konstruiert aus der Schachtel. Man merkt es schon beim Anheben, das ist ein Wummer, ein schweres Gewicht. Hier unten haben wir so ein paar Rutschbefestigungen dran. Andere Befestigungen gibt es nicht. Jetzt blicken wir uns mal die Ein- und Ausgänge an. Hier ist also diese Powerlampe, die den Betrieb signalisiert am Ausgang. Und am Eingang ist natürlich keine Lampe. Da kommt das Mikrofon dran. Da wird ja keine Spannung geliefert, sondern die Spannung kommt vom Verstärker. Jetzt wägen wir es aus. Das sind 320 Gramm. Das ist doch ein sehr schweres Ding. Ja, das ist schon ein ziemlich wuchtiges Ding. Warum ist es schwer? Ihr seht es hier aus Metall, voll aus Metall. Auch die Ein- und Ausgänge, die Fassungen sind aus Metall. Also da kommt keinerlei Störstrahlung. Ja, diese Rutschsicherung, das sind keine Rutschsicherungen. Die sind nicht gummiert, wirken also nicht als Rutschsicherung. Ja, ich habe euch ja hier in diesen Videos bereits schon dynamische Mikrofone vorgestellt. Heute habe ich hier zwei baugleiche dynamische Mikrofone auch im Einsatz. Was ist der Unterschied zwischen einem dynamischen und Kondensatormikrofon? Das ist kurz zusammengefasst das Wirkungsprinzip. Die dynamischen Mikrofone haben im Inneren eine Schwingspule, die durch den Schall letztendlich in Schwingung gerät und dann elektrische Impulse erzeugt, die man dann hier am Ausgang abgreifen kann. Kondensatormikrofone machen das elektrisch über einen Kondensator, den man letztendlich dann nutzt, um diese Schallwellen aufzunehmen. Dynamische Mikrofone haben den Vorteil, keine Phantomspannung zu nutzen, haben aber neben dem Nahbesprechungsvorteil und der geringen Empfindlichkeit gegenüber Umgebungsgeräuschen einen Nachteil. Sie sind natürlich verstärkungshungrig. Das heißt also, das Ausgangssignal muss ich zu einem Verstärker führen, damit ich das überhaupt auch gut aufnehmen und verwerten kann. Die einzelnen Mikrofone stellen relativ hohe Anforderungen an solche Audio-Interfaces. Die brauchen also saftige Verstärkung und ich will es euch jetzt hier demonstrieren. Ich nutze hier an beiden Ausgängen einen Tascam-Verstärker. Der hat insgesamt vier unterschiedliche Verstärkungslevel, beginnen von 21, 36, ich muss nachschauen, 51 und 63 dB, also in 15 dB Schritten abstufbar, die man noch fein ausregeln kann. Dieser Preamplifier hier, ja, der hat 20 dB Verstärkung. Ich habe also Folgendes gemacht, ich habe beide Ausgänge an meinen Tascam angeschlossen, wobei der natürlich vorher über einen Preamplifier geht, über diese 20 dB. Das heißt also, der Kanal des
das Ganze, den habe ich abgeregelt, eben damit ich beide Mikrofone mit dem gleichen Level aufzeichne. Das heißt also, ich brauche jetzt hier nochmal so ein bisschen Verstärkung, so um die 20 dB dazu, damit ich einigermaßen ein verwertbares Signal aufzeichnen kann. So, und das hört ihr jetzt. Das heißt also, ich spreche jetzt in das Mikrofon mit dem Kanal im Tascam um die 36 dB verstärkt. Ich spreche jetzt in das Mikrofon, welches an einem Tascam angeschlossen ist mit 21 dB, also so ein bisschen um die 20 dB. Natürlich kommt hier noch der Preamplifier dazu, kommen also nochmal die 20 dB des Preamplifiers dazu. Jetzt sollten beide ungefähr gleich ausgepegelt sein und möglichst auch gleich klingen. Der Nahbesprechungseffekt ist ja sowohl bei diesem Mikrofon als auch bei diesem Mikrofon nicht zu überhören. Das war im Grunde genommen schon alles, was ich euch zeigen wollte. Das heißt also, das Fazit ist, sollte eure Audio-Interface beim Anschließen an ein dynamisches Mikrofon letztendlich die Verstärkung nicht schaffen, also kein auswertbares Signal aufzeichnen, dann solltet ihr überlegen, ob ihr nicht einen solchen Preamplifier dazwischen schalten müsst. Diese Mikrofone brauchen keine Phantomspannung. Aber, liebe Freunde, ein Verstärker, ne, der ist ja elektrisch, wird ja elektrisch betrieben, der braucht natürlich schon irgendwie eine Versorgungsspannung. Und wenn man mal genau hinschaut, da, ich weiß nicht, ob man das im Video gut erkennen kann, hier, da leuchtet so ein kleines Lämpchen. Das bedeutet, ich muss natürlich hier zunächst erstmal den Ausgang des Mikrofons anschließen, aber auf der Gegenseite muss ich natürlich das Signal einem Audio-Interface zuführen. Ich mache es hier über den Tascam. Und hier an der Seite muss natürlich eine Versorgungsspannung angelegt werden. Und das macht man wieder über die Phantomspannung. Viele solche Audio-Verstärker haben ja die Möglichkeit, eine Phantomspannung auf den Aus- oder Eingang zu bringen. Der Tascam kann das und deshalb funktioniert der Verstärker hier auch reibungslos, weil er ja mit einer Phantomspannung, also mit einer Betriebsspannung über das Audio-Interface, in meinem Falle den Tascam, versorgt wird. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen verständlich rübergebracht, liebe Freunde. Machen wir noch ein paar Tonproben. Und das ist jetzt der Kanal mit dem Preamplifier. Ich spreche jetzt hier in dieses Mikrofon. Das ist der Kanal ohne Preamplifier, der direkt an meinen Tascam angeschlossen ist mit ungefähr 36 dB. Ja, liebe Freunde, das ist es gewesen. Ich mache gleich hier ein kleines Fazit. Ihr habt es ja gehört. So ein Preamplifier ist natürlich klasse. An den werden hohe Anforderungen gestellt. Das heißt, also, der muss möglichst rauscharm sein, dessen Verstärkung muss ausreichend sein, um überhaupt das Mikrofon an euren Audio-Interfacen nutzbar werden zu lassen. Und der Klirrfaktor ist auch entscheidend. Natürlich kommt ein klein wenig Klirrfaktor dazu, aber hier muss eine hochwertige Elektronik verbaut werden und das ist der Fall, damit weder Klirrfaktor noch Signal-Rausch-Verhältnis sich störend auf das Ausgangssignal auswirken. Liebe Freunde, das ist es gewesen. Wer Lust hat, kann sich hier nochmal meine Hinweise zu den Mikrofonen anschauen oder sogar meine Hinweise zu den einzelnen Popschutz anschauen. Ich hoffe, euch hat das Ding einigermaßen geholfen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.